Nächster Redner ist für die FDP-Fraktion der Abgeordnete Matthias Fischbach. Herr Kollege, Sie haben das Wort. Ja, danke, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, manchmal wirkt das schon so wie täglich grüßt das Murmeltier. Heute beraten wir aufs Neue eine Änderung des Glücksspielrechts. Diese wird durch den dritten Glücksspieländerungsstaatsvertrag notwendig und dabei handelt es sich wiederum nur um eine weitere Übergangslösung. Es bleibt also offen, wie es weitergeht und wir können nur hoffen, dass wir jetzt endlich mal auch zu einer langfristigen Lösung kommen können. Die Regelungen, die wir jetzt hier treffen, können zwar theoretisch auch über Juni 2021 hinaus gelten, es muss aber unser aller Ziel sein, dass wir endlich dauerhaft tragfähige Ergebnisse bekommen. Tragfähig ist es etwas nur dann, wenn wir Rechtssicherheit garantieren können, wenn wir Spielerschutz sicherstellen und wenn nicht zuletzt auch das Ganze sich an der Lebensrealität der Menschen ausrichtet. Die Länder haben mit dem dritten Änderungsstaatsvertrag die Lehre aus dem gescheiterten Konzessionssystem gezogen in der sogenannten Erprobungsphase. Die Begrenzung der Konzession auf 20 Stück war weder in der Sache begründet noch europarechtlich zulässig. Die zahlenmäßig enge Beschränkung war rechtlich natürlich angreifbar und das hat man auch dann gesehen und außerdem aufwendig und kaum praktikabel und eigentlich hat sich das auch von Anfang an abgezeichnet. Also die Aufhebung der Kontingentierung in der verlängerten Erprobungsphase ist also rechtlich geboten und außerdem in der Sache schon überfällig. Wir können uns als Gesetzgeber gerade im Sinne des Spielerschutzes also keine weiteren unzulänglichen Regelungen leisten. Die Rechtssicherheit ist besonders hier eben die entscheidende Voraussetzung, um seriöse legale Angebote zu stärken. Das wollen wir ja eben gerade schaffen, um eine Konkurrenz zu den illegalen Angeboten zu schaffen und damit auch die Spielerinnen und Spieler zu schützen. Nun im Detail. Da stellt sich natürlich schon die Frage, wie lebensnah sind diese Regelungen an der Umsetzung dann an manchen Stellen gelungen? Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, die Staatsregierung schwankt zum einen zwischen der jetzt endlich gewonnenen grundsätzlichen Erkenntnis, dass man dem Spieltrip schon auch Rechnung tragen muss, Frau Guttenberger. Aber auf der anderen Seite ist schon die Frage, ist das dann auch immer ganz lebensnah? Also zum Beispiel das Verbot einer Übertragung von Sportereignissen an den Annahmestellen für Sportwetten, kann man mal ein Fragezeichen hintersetzen, ob das so praxisnah ist oder ob das nicht inzwischen auch schon mit mobilen Geräten ganz anders gelebt wird. Aber in der Gesamtschau ist festzustellen, eine Regulierung anhand von qualitativen Sachkriterien ist einer willkürlichen, zahlenmäßigen Beschränkung allemal überlegen. Und das gilt auch, wenn Sie über die Sinnhaftigkeit einzelner Normen hier sprechen, über die man sicherlich dann auch noch weiter in den Ausschüssen trefflich streiten kann. Schlussendlich, der vorliegende Gesetzentwurf setzt die entsprechenden Änderungen des letzten Änderungsstaatsvertrags auch um. Mehr muss man aber sagen, dann auch wiederum nicht. Entscheidend ist aber aus meiner Sicht, dass es jetzt einen Paradigmenwechsel gibt, der sich in den Verhandlungen abzeichnet mit den verschiedenen Ministerpräsidenten zwischen den Ländern. Die abzeichnende Öffnung für das Online-Spiel sowie die Lockerung in der Bewerbung lassen auf eine grundsätzliche Richtungsänderung hoffen. Die Einsicht, dass illegalen und gefährlichen Angeboten besser mit regulierten und geprüften Angeboten beizukommen ist, als mit pauschalen Verboten, findet nun offenbar immer mehr Anhänger. Und das hat mich auch in der Debatte gerade sehr gefreut. Das ist nämlich gut so. In der letzten Debatte, die wir im vergangenen Jahr geführt haben, standen wir da als Liberale noch relativ allein auf weiter Flur. Es wird also Zeit, eine kohärente, umfassende Lösung für Glücksspielwesen zu finden. Ich bin da jetzt hoffnungsfroher als noch vor einem Jahr. Und ich hoffe auch, dass wir diese Regelung dann länger als nur wenige Monate oder Jahre als Bestand sehen werden, sondern dass wir wirklich mal langfristig zu was Tragbarem kommen und nicht nur mit Teillösungen weitermachen wie heute für Sportwetten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön, Herr Kollege Fischbach. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor, dann ist die Aussprache hiermit geschlossen. Ich schlage vor, den Gesetzentwurf dem Ausschuss für Verfassung und Recht Parlaments